Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem Armored Warfare Video. Anders als sonst ist es aber kein Let's Play, sondern ich will euch einmal die Mercenary Tanks vorstellen, von denen es derzeit 5 Stück an der Zahl gibt und die man natürlich kaufen kann. Allerdings, und das ist das Tolle, bei mir auf meinem Kanal hier könnt ihr einen Bonuscode gewinnen, wo dann alle 5 an der Zahl dabei sind. Das ist ganz einfach, ihr müsst nur kommentieren und Abonnent sein und dann seid ihr auch schon sozusagen in der Lostrommel und ausgewertet wird das Video nächste Woche am Sonntag, sondern diese Woche am Sonntag, so muss ich es richtig sagen. Ja, 5 Panzer an der Zahl für diejenigen, die hier nicht nur mitmachen wollen, auch auf wgnews.com ist die Möglichkeit dabei, einen Code zu bekommen. Das heißt, am besten doppelt mitmachen. Und da ist es noch ein bisschen einfacher. Da müsst ihr praktisch nur diesen Beitrag, wo das Video verlinkt ist, einfach kommentieren. Ja, aber wir schauen uns die Panzer einmal ein bisschen näher an. Die Söldner-Ausführungen. In dem Fall der LAV 150-90 mit dem stylischen Totenkopf. Ansonsten, es sind von der Art und von der Beschaffung her genau die gleichen Panzer wie ihre normalen Ausführungen, sage ich mal, allerdings einfach mit dieser saucoolen Optik. Der AMX 10P. Schaut, also wie gesagt, die Optik wertet die Dinger nochmal so extrem auf. Ich finde die sehr, sehr cool gestaltet. Natürlich werde ich davon auch nochmal ein Video bringen, wo ich diese auch besonders spiele. Aber hier in dem Fall sollt ihr natürlich einfach mal die Optik genießen können und wie gesagt mitmachen, weil die Codes, die haben es in sich. Ich denke, ich glaube 50 Euro liegt der Preis für so einen Code, also das ist schon sehr, sehr üppig. Der MBT 70. Auch dem steht dieses Söldnerkleid sehr, sehr, sehr gut. Und last but not least den VFM 5. Dann war es das schon wieder von diesem Video, wo ich euch die einfach nur ein bisschen mal in der Optik präsentieren wollte. Auf die Fakten, auf die Zahlen gehe ich jetzt nicht so genau ein, weil wie gesagt, da sind sie einfach 1:1 baugleich zu ihren anderen Modellen. Und dementsprechend drücke ich euch allen, wie gesagt, ganz stark die Daumen, dass ihr das schafft, dass ihr oder du dann derjenige Glückliche bist. Also wie gesagt, hier einmal kommentieren und Abonnent sein auf WGNews. Nur kommentieren und dann kann ich es da weiterleiten. Bei WGNews wird es dann per E-Mail gesandt und bei YouTube geht es dann der Code wie gewohnt per YouTube-Nachricht raus. Ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch allen viel Glück und danke fürs Einschalten.